runter, runter, runter! Wow. Weg los, weiter! Achtung, RPG! Ja. RPG, runter! RPG. Ein kurzes Zischen nur, dann schlägt die Granate ein. Abgefeuert aus einer RPG, einer Panzerfaust. Bilder von kämpfenden Bundeswehrsoldaten während eines Gefechtes in Nordafghanistan. Wow! Wow, runter, runter, runter! Der Feind ist kaum zu erkennen. Irgendwo da hinten, zwischen den Häusern. Einige hundert Meter entfernt. Der war genau auf dem Dach! Alle auf dem Dach! Vom Dach haben die geschossen! Für die Fallschirmjäger aus dem niedersächsischen Seedorf ist das ihr erstes Gefecht. Ihr Einsatz hat gerade erst begonnen. In den nächsten 5 Monaten werden sie jetzt fast täglich unter Feuer genommen. Die Männer des Golfzuges müssen kämpfen und werden töten. 3 von ihnen kommen nicht mehr nach Hause. Nur wenige Tage später werden sie fallen. Am 2. April 2010, dem Karfreitag. Die Polizeistation in Chardaré. Mitten im Taliban-Gebiet, nicht weit vom deutschen Feldlager in Kunduz entfernt. Mario ist der Chef des Golfzuges. Von hier aus starten die Patrouillen der Bundeswehr. Golfzug, so der militärische Codename für die Truppe von rund 30 Soldaten. Dieser Film schildert ihre Geschichte und ihre Erlebnisse im Kriegsgebiet von Nordafghanistan. Hauptfeldwebel Mario und 3 seiner Kameraden haben wir im Einsatz und später auch zu Hause in Deutschland begleitet. Mario bleibt Berufssoldat. Andere, die mit ihm gekämpft haben, verlassen die Bundeswehr. Die gemeinsamen Grenzerfahrungen in Afghanistan haben sie zusammengeschweißt. Ich nehme persönlich mit, dass wir damit leben müssen, mit Tod und Verwundung leben müssen. Dass das hier in Afghanistan zu unserem Begleiter geworden ist. Wir waren am Anfang 32 Mann. Dann musste ich aufgrund von Tod und Verwundung 9 Mann nach Hause schicken. Und weitere 9, die den physischen Belastungen nicht mehr standhalten konnten. Mario, 36 Jahre, 16 davon bei der Bundeswehr. Dieser Einsatz ist sein 7. Auslandseinsatz. 4-mal war er in Afghanistan. Die Erinnerung ist, dass der Einsatz hier sich anders darstellt, als man in Deutschland erst denkt. Dass man ganz andere Eindrücke sammelt dabei. Und dass es in gewisser Weise erschreckend ist, solche Handlungen hier durchführen zu müssen. Inwiefern? Dass es zu solchen starken und extremen Handlungen, Kampfhandlungen hier kommt. Daniel, 25. Nach 4 Jahren beim Bund geht er zur Berufsfeuerwehr. Man wird nachdenklicher. Auf alle Fälle ist die Kameradschaft enger zusammengeschweißt. Und ja, aber Freunde, Familie und so weiter, die werden mir auch Unterstützung geben. Aber das Leben muss, wie gesagt, weitergehen. Ich habe auch ein Leben nach der Bundeswehr. Und ja, die startet für mich am 1.10. und da muss ich wieder auf wieder Vollgas geben. Stefan ist 26 Jahre alt. Er geht zurück auf den Bau. Seine alte Firma wird den gelernten Betonbauer wieder einstellen. Das ist mein 2. Einsatz und im Gegensatz zum 1. war es auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Natürlich, ein bisschen Wut steckt auch in mir, gerade mit dem Verlust der Kameraden. Aber ich denke, im Großen und Ganzen sind wir aus diesem Einsatz gewachsen. Patrick ist 29 Jahre alt. Für ihn ist nach 8 Jahren Bundeswehr Schluss. Er wird eine Ausbildung zum Sicherheitsfachmann machen. Wenige Wochen zuvor war eines ihrer Aufgabengebiete auf der Little Pluto.
So nennt die internationale Schutztruppe eine der Hauptverbindungsstraßen in der Region Kunduz. Die Fallschirmjäger aus Seedorf sichern die Nachschubwege und halten den belgischen Minenräumern den Rücken frei. Außerdem sucht die Einheit nach Waffenverstecken. In letzter Zeit wurden in der Gegend Gewehre und Munition vergraben für die Taliban. Es ist erst wenige Tage her, dass die deutschen Fallschirmjäger auf dieser Straße beim Minensuchen in einen Hinterhalt gerieten. Am 2. April, dem Karfreitag. Pass auf! Priester! Ja, am Karfreitag war es ähnlich. Da waren wir ähnlich auf der Suche nach Sprengfallen. Da war es auch sehr ruhig. Das Wetter war auch vielleicht ein bisschen besser, aber auch genauso ruhig. Man versucht es zu verdrängen und zu unterdrücken. Erstmals gibt es Bilder des Gefechts vom Karfreitag. Nach einem Taliban-Angriff haben sich die Soldaten des Golfzuges nach Isakel zurückgezogen, einem Dorf knapp 6 Kilometer vom deutschen Lager in Kunduz entfernt, mitten im Taliban-Gebiet. Es sind 32 Männer, von der Kompanie und dem Nachschub abgeschnitten. Gerade an dem Tag war es recht überraschend. Ja, es war vorher wirklich ruhig gewesen und war dann von einer Minute auf die andere kam dann halt der erste Beschuss. In den ersten Minuten des Gefechts kann man eigentlich nur auf Staubentwicklung, Gewehrfeuer, MG-Feuer oder halt Abschussstellen von RPGs, das merkt man dann, das sieht man dann, weil da viel Rauchentwicklung ist, dann halt dorthin das Feuer lenken und dann entsprechend den Feuerkampf führen. In erster Linie versucht man die Situation erstmal zu erkennen, was geschieht überhaupt. Und danach handelt man dann halt. Handeln unter Extrembelastung. Es dauert eine Stunde, bis die Soldaten des Golfzuges den Feind ausmachen, wissen, von wo geschossen wird. Am Ende kämpfen die Fallschirmjäger 9 Stunden lang. 9 Stunden Todesangst. So was vergisst man nicht. Weil das waren so eine Eindrücke, sowas kann man nicht vergessen. Ich meine, man hat vielleicht schon viele Sachen gesehen, aber sowas hat man noch nie gesehen. Also ich glaube kaum, dass jemand da nicht unten war und solche Aufträge erledigt hat, sich im geringsten vorstellen kann, wie das abläuft, was man für Gefühle entwickelt und wie man sich dort unten fühlt. Wir hatten an diesen Tagen sehr viel MG-Feuer, was schon mal eher ungewöhnlich war zu den Gefechten zuvor. Da waren es in der Regel immer AK-Feuer, diesen Unterschied hört man sehr deutlich. Ja, und es war auch zu erkennen, halt, dass sie uns sehr massiv unter Feuer genommen haben. Ne? Also, das Feuer wurde von anderer Seite auf jeden Fall geführt. Also da haben keine dummen Bauern gekämpft. Wie gut der Feind an diesem Karfreitag vorbereitet war, haben die Taliban für ein Propagandavideo selbst dokumentiert. Aufmarsch mit AK-74, der Kalaschnikow, dazu Maschinengewehre und Panzerfäuste. Die deutschen Soldaten über Kilometer im Visier der Aufständischen, wie auf dem Präsentierteller. Ohne dass es die Fallschirmjäger bemerken, werden sie eingekreist. Der Hinterhalt ist perfekt vorbereitet. Dann am Mittag der Angriff. Gleich von 3 Seiten nehmen 70 bis 80 Angreifer die Fallschirmjäger unter Beschuss. Mit enormer Feuerkraft attackieren sie die Deutschen. Die Taliban haben gelernt. Allahu Akbar! Die Aufständischen haben sich an die Taktik, der operative Taktik der NATO angepasst, haben mittlerweile die Waffen, die Manpower und auch den politischen Willen, tatsächlich diese Feldschlacht zu suchen. Es ist ja auch nicht nur so, dass die sich jetzt nur aus den jeweiligen Dörfern aus der Umgebung rekrutieren, sondern dass schon auch sehr belastbare Hinweise gegeben sind, dass professionelle Kräfte auch aus anderen Ländern die teilweise verstärken. Das rechtfertigt ja im engsten Sinne auch, weshalb wir beruhigten Herzens heute wirklich aus sozialwissenschaftlicher Sicht von einer kriegerischen Auseinandersetzung sprechen können. Weil hier stehen sich, auch wenn sie vom Typ her anders sind, eigentlich 2 Armeen gegenüber.
Darauf hat man entsprechend einzugehen, auch seine Strategie diesbezüglich darauf einzurichten. Es kann trotzdem nicht die Folge daraus sein, dass man Hals über Kopf jetzt Afghanistan verlässt und damit in Kauf nimmt, dass diese Region sich selbst überlassen, wiederum zur Gefährdung auch unserer Heimat wird. Nils Bruns, Robert Hartert und Martin Augustiniak. Sie lassen ihr Leben in Nordafghanistan. Sie sterben in dem Gefecht am Karfreitag. Es sind die Gefallenen Nummer 37, 38 und 39 am Hindukusch. Die Trauerfeier in Kunduz wird einmal mehr zum bitteren Zeugnis des Krieges in Afghanistan. Und der Karfreitag 2010 zum Tag einer schweren Niederlage für die Bundeswehr. Wilsdruff in Sachsen. Hier lebte Robert Hartert. Sein Tod und der seiner Kameraden schweißt auch die Angehörigen enger zusammen. Roberts Mutter und die Witwen von Martin Augustiniak und Nils Bruns haben bisher geschwiegen. Jetzt wollen sie einmal öffentlich darüber reden. Nur dann, so ihre Begründung, könne man den Schmerz und den Verlust nachempfinden. Der Tod ihrer Männer bzw. ihres Sohnes ist ein halbes Jahr her. Wie geht's Ihnen heute, Herr Bruns? Es ist noch so ein bisschen unwahr, wenn man das so sagen kann. Ja, man glaubt immer noch, er würde durch die Tür kommen, weil es halt nicht hier passiert ist. Und dann, ja, man hat keinen Unfallort, man hat kein Sterbebett, man hat nichts. Deswegen ist es irgendwie halt noch nicht so wirklich wahr. Man denkt immer noch, er kommt durch die Tür. Jeden Moment. Wie geht's Ihnen, Frau Hinderkorn? Ja, wie geht's einem? Es gibt Tage, da denkt man, der Alltag ist zurückgekehrt und es geht weiter. Und es gibt Tage, wo man denkt, es geht nie weiter und man fällt in ein Loch. Mein Sohn hat mir vorher, bevor er gegangen ist, so Sachen gesagt, wie was wäre, wenn der und der vor der Tür steht. Und es stand in meinem Schwarz vor der Tür und in dem Moment habe ich wahrscheinlich gewusst, was los ist, aber eigentlich habe ich, sag mal, wie man so schön sagt, einen Filmriss. Also so, es ist schwer selber zu erzählen, wie man das erlebt hat. Also ich war versteinert. Ich habe Gott sei Dank meine Mama neben mir gehabt und sie könnte es mir erzählen, halt ungefähr, wie es gewesen ist. Man wird wie, so wie ein Stein, man möchte es nicht wahrhaben. Man möchte denken, es ist ein Traum und ja. Auch für die Soldaten ist es ein Albtraum. 2 Monate ist es her. Patrick und Stefan, Mario und Daniel, die 4 sind mit den Gedanken immer wieder bei ihren gefallenen Kameraden. Der Dienst lenkt nur kurzzeitig ab. Oft sprechen sie über den Karfreitag. Doch Daniel schiebt den Tod der Freunde beiseite. Was bleibt für ihn? Die guten Erinnerungen. Früher. Und es ist auch das Gefühl, noch mehr tun zu müssen für die Gefallenen. Definitiv, ja. Wie kann das aussehen? Mit den Familien in Verbindung treten. Also einige Familien kenne ich auch privat sehr gut. Und es wird sich dann zeigen, wenn wir in Deutschland sind. Kontakt aufnehmen und da mit ihnen reden und gegenseitig Hilfe geben. Hier wurde viel drüber gesprochen, über den Tag. Und auch ausgewertet mit Psychologen und so weiter und so fort. Aber die Eindrücke werden erst zu Hause kommen, wenn man wirklich Ruhe hat. Und ja, vielleicht Freunde, Familie darüber gesprochen hat, dass man das dann erst alles verarbeitet.
Wird man sowas überhaupt verarbeiten können? Haben Sie so ein bisschen Angst vor der Zukunft? Na, in Seedorf oder so wird ja dafür getan, von der Psychologenseite her, dass da was getan wird. Und ja, aber Freunde, Familie und so weit, die werden mir auch Unterstützung geben. Aber Artleben muss, wie gesagt, weitergehen. Gleich in den ersten Tagen ihres Einsatzes haben sie sich bei ihren Vorgesetzten den Ruf erworben, besonders tapfer zu sein. Immer wenn es ernst wird, muss der Golfzug ran, wird in die vorderste Linie geschickt. Am Karfreitag wird ihnen diese Tapferkeit zum Verhängnis. Das sind Situationen, die ich nicht umsonst als Krieg oder kriegsähnlich bezeichnet habe, dass es zu schwersten Gefechten kommen kann. Das ist ein Teil der Wirklichkeit in Afghanistan. Und dass es bei Gefechten zu Verwundeten und Gefallenen kommen kann, ist etwas, was wir uns nicht wünschen, aber worauf man ehrlicherweise hinweisen muss, dass dem so ist. Dass die Wirklichkeit auch friedlich sein kann, ist eher die Ausnahme. Die Zeiten, in denen es in Nordafghanistan ruhig war, in denen nur im Süden und Osten gekämpft wurde, sind längst vorbei. Die Stunden ohne Anschläge, ohne Gefechte, sind seltene Momente der Ruhe für die deutschen Soldaten. Die friedlichen Gesichter des Krieges. Doch vielleicht werden diese Kinder schon bald der nächste Gegner der Bundeswehr sein. Noch verkaufen sie Getränke an die ausländischen Soldaten. Doch der anfangs so sorglose Umgang zwischen internationaler Schutztruppe und Bevölkerung hat gelitten. Auch wenn diese Bilder etwas anderes vermuten lassen, Nordafghanistan ist Kriegsgebiet. Erst bewaffnet, in voller Kampfmontur fährt die Bundeswehr ihre Einsätze. So kann man die Herzen und Köpfe der Afghanen kaum gewinnen. Im 9. Jahr des deutschen Kriegseinsatzes am Hindukusch, mit Stahlhelm und Schutzweste und mit neuer Strategie. Das heißt Präsenz in der Fläche, zusammen mit der afghanischen Armee. Die Bundeswehr im Kampfeinsatz, so sucht sie die militärische Entscheidung. Sicherheitslage in Afghanistan lässt sich nicht pauschal beantworten, aber sie ist in Teilen Afghanistans immer noch erheblich angespannt und hat sich in den letzten Jahren auch in gewissen Provinzen und in Distrikten verschlechtert. Da sehen wir an der gestiegenen Zahl von Anschlägen, da sehen wir an der gestiegenen Zahl von gefallenen und verwundeten ISAF-Soldaten, da sehen wir am allermeisten aber bei der Zahl von Anschlägen auf afghanische Amtsträger und die Zivilbevölkerung. Es gab allerdings auch positive Entwicklungen. Insbesondere die Annahme der neuen Strategie verspricht an der einen oder anderen Stelle bereits jetzt Erfolge, aber man braucht einen langen Atem. Am Karfreitag hat der Golfzug seinen ersten Verwundeten gleich zu Beginn des Gefechtes. Doch es dauert Stunden, bis dieser unter Lebensgefahr aus der Schusslinie geborgen werden kann. Dabei wird Robert Hartert angeschossen. Der stirbt 2 Stunden später in PRT Kunduz, dem deutschen Feldlager. Wann haben Sie gewusst, dass es auch gefallene Kameraden gibt? Ja, also genau gewusst habe ich es erst, als ich nach dem Gefecht reinbefohlen wurde ins PRT. War mein Zug, wie er bekannt ist, aufgeraucht war. Und geahnt habe ich es bei einem Kameraden während des Gefechts, weil er ziemlich in meiner Nähe verwundet wurde. Und ich anhand der medizinischen Maßnahmen, sage ich mal, die eingeleitet wurden, Wiederbelebung etc., reanimieren, mir dann schon innerlich gedacht habe, dass er es nicht schaffen wird. Wussten Sie, wer das ist? Ja. Die Fallschirmjäger geraten so unter Druck, dass sie sich zurückziehen müssen. Dabei kommt es zur Katastrophe. Einer der gepanzerten Dingos fährt auf einen ferngezündeten Sprengsatz.
Im Nachhinein, man hätte vielleicht was anders machen können, aber wie wäre es dann geworden? Das ist eine Schätzfrage, sage ich jetzt mal. Das kann keiner irgendwie beantworten, dass wenn ich das so gemacht hätte, dann wäre es anders gelaufen. Das geht nicht. Meiner Meinung nach war das sehr, sehr gut vorbereitet. Und die Talibs wussten genau, wie sie uns kriegen und bis wohin wir kommen würden. Ist ja klar, weil sie die Raum- und Geländekenntnis haben, besser als wir. Und genau wussten dann auch, wo sie dann auf Deutsch gesagt den Sack zumachen können. Nach 9 Stunden Dauerfeuer geht Mario und seinen Männern langsam die Munition aus. Einige der Gewehre fallen wegen Überhitzung aus. Sicherlich ist da auch ein Stück weit Wut. Ja, aber das geht eigentlich unter in dieser Verantwortung, die ich habe. Ich habe ja jetzt nicht nur einen verwunden oder gefallen, sondern ich habe ja noch mehrere Männer, die kämpfen, die ich vorhin auch versuchen muss, wieder rauszubringen aus dieser Situation. Und das ist das, was dann in dieser Situation im Vordergrund steht. Ja, also das Bestreben danach, möglichst den Rest, sage ich mal, unverwundet dort aus dieser Situation herauszubekommen. Verstärkung, auch aus der Luft, kommt lange nicht. Runter, nicht alle auf einen Haufen! Los, mach dich frei! Der Golfzug ist eingeschlossen. An dieser Stelle enden die Videoaufnahmen. Durch die Explosion sterben Martin Augustiniak und Nils Bruns. Die Taliban filmen weiter, wie sie die amerikanischen Rettungshubschrauber beschießen. Als die Bundeswehr sich endlich zurückziehen kann, rücken die Taliban vor. Sie stecken den Dingo in Brand. Voller Stolz präsentiert der Taliban-Kommandant das ausgebrannte Panzerfahrzeug. Großartig, großartig, sagt er immer wieder. Es lebe der Islam. Ein brennender Dingo macht sich gut im Propagandavideo. Genauso wie eine Blutlache. Und ein von Kugeln durchlöcherter Helm. Man zeigt gerne den Erfolg gegen die verhassten Ungläubigen. Dass auch die Taliban Opfer zu beklagen haben, wird dabei verschwiegen. Der Tod seiner Männer belastet Mario. Und auch die Gespräche mit den Hinterbliebenen sind nicht einfach. Ich kann es ja verstehen, dass bei den Angehörigen noch viele Fragen offen sind und die sie natürlich auch beantwortet haben wollen. Und wo ich mich natürlich bemühe, diese auch zu beantworten. Und damit ja auch die Familien und Angehörigen ein Stück weit zur Ruhe kommen. Stefan und die anderen Soldaten kommen in ihrem Einsatz nie wirklich zur Ruhe. Weitere Kameraden sterben in diesen Wochen. Jeden Tag werden sie mit Tod und Verwundung konfrontiert. Das tägliche Waffenputzen ist nicht nur überlebenswichtige Notwendigkeit im Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Unter den Bildern ihrer gefallenen Kameraden ist es für den Golfzug wie eine Art Demonstration ihrer Bereitschaft, wieder in den Kampf zu ziehen. Die 3 Bilder, das ist die Erinnerung, dass die immer noch da sind. Also die sind nicht weg, die 3, sondern sind für den Einsatz immer noch mit bei uns. Es ist halt Freunde, es waren Freunde. Freunde vergisst man nicht. Das ist, für mich ist das zumindest so und ich denke mal für alle anderen auch. Ja. Martin Augustiniak, 28 Jahre alt. Robert Hartert, 25 Jahre alt. Nils Bruns, 35 Jahre alt. Gefallen am Karfreitag. Ja, den Angehörigen in die Augen zu schauen, das war schwer. Und teils persönliche Sachen übergeben zu müssen, das
Schon schwer. Aber ich hatte es versprochen. Und deswegen, ja, habe ich es gemacht. Ich möchte es aber nie wieder machen müssen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass mir irgendjemand ein bisschen was von ihr zurückgeben kann. Dass irgendwas Persönliches mitgekommen ist noch. Und dann nahm ich der Mario beiseite und nahm meine Hand und legte mir dann das Medaillon hier so rein. Und da war ich wieder richtig glücklich, dass ich das, was wir Nils mitgeschickt haben, was Nils immer bei sich hatte, dass wir das zurückgekriegt haben. Wie gesagt, es war ein Versprechen, was ich dem Nils gegeben habe. Und sie ist dann einfach in meinen Armen zusammengebrochen. Ja, kann ich nichts weiter zu sagen. Und wie dann der Ehering da dran war, das war ja halt dieses, dass das Leben nicht mehr gibt, wenn man den Ring zurückbekommt. Aber es war so schön. Das war das Schönste an dem Tag. Selsingen in Niedersachsen. Hier findet eine Woche nach dem Karfreitag die Trauerfeier für Martin Augustiniak, Nils Bruns und Robert Hartert statt. In der ersten Reihe neben den Angehörigen die hohe Politik. Erstmals erweist die Kanzlerin toten Soldaten des Afghanistan-Einsatzes die letzte Ehre. Neben dem Schmerz und der Trauer beginnt wieder einmal die Debatte über die gesellschaftliche Akzeptanz dieses Krieges am Hindukusch. Eine Debatte, die immer dann aufflammt, wenn Soldaten in Särgen heimkehren. Was wir am Karfreitag bei Kunduz erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg. Ich auch. Doch die Politik tut sich weiter schwer, auch Angela Merkel. Die Kanzlerin scheut so deutliche Worte wie ihr Verteidigungsminister. Im Völkerrecht nennt man das, was in Afghanistan in weiten Teilen herrscht, einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Die meisten Soldatinnen und Soldaten nennen es Bürgerkrieg oder einfach nur Krieg. Und ich verstehe das gut. Also zu Guttenberg hat sicherlich begriffen, dass dieser Eiertanz, den die Politik zuletzt gegenüber den Medien aufgeführt hat, um unter allen Umständen das K-Wort zu vermeiden, dass das eine Form des sich lächerlich machens ist, dass die Politiker von den Journalisten vor sich hergetrieben werden und sich gleichsam verbergen, um unter keinen Umständen und in keiner Gelegenheit von Krieg zu sprechen. Ich denke, dass die Politik immer Hochphasen hat, in denen sie sich für die Bundeswehr interessiert. Und zwar ist es immer dann, wenn ein Kamerad im Zinnsack nach Hause kehrt. Und in der üblichen Zeit interessiert es eigentlich niemanden, was die Bundeswehr macht. Insofern schätze ich das Engagement von zu Guttenberg schon sehr. Leider ist es nur so, dass er allein auf weiter Flur ist und nicht wirklich viel Unterstützung hat. Also auch da muss ich wieder sagen, ich hoffe, dass er mit dieser wenigen Unterstützung, die er hat, auch was erreichen kann. Ich glaube, dass die gesamte Bundesregierung mittlerweile sehr klar eben diese Realitäten in Afghanistan benennt. Es hat jeder seinen eigenen Stil, das darzustellen. Und da würde ich jetzt auch keine Schattierung oder keinen Unterschied sehen wollen. Die Angehörigen stellen sich immer wieder die gleichen Fragen. Warum und wofür die Männer gestorben sind. Die geringe Akzeptanz des deutschen Einsatzes in Afghanistan macht es ihnen noch schwerer, den Tod zu verarbeiten. Die Männer sind da unten gegangen, um zu helfen. Und da sind die gestorben. Und dieses Tod ist sinnlos. Ja. Viele sehen, ja, was wollen die dort unten, was machen die dort? Aber dass die Jungs oder die Soldaten dort eine Aufgabe sehen und nicht bloß gehen, um ein Abenteuer zu erleben oder... Das ist eben bei uns so noch in vielen Köpfen, ja, die sind abenteuerlustig, die wollen was erleben, aber so ist es nicht. Also unser Robert war Soldat mit Leib und Seele. Ich komme selbst aus Georgien und ich kenne, was Krieg bedeutet. Anscheinend liegt das daran, dass
hier Frieden herrscht. Manche haben außer Frieden nichts gesehen. Ja. Von dem anderen Welt verstehen die nichts. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Eben, sie sind dort runtergegangen, um zu helfen. Wir leben hier im Frieden, wie Natela sagt. Uns geht's gut. Aber ich will mal sagen, vielleicht, wenn hier jetzt wieder was Schlimmes passieren würde, da sehen es die Leute wieder mit anderen Augen. Ob das einen Sinn hat oder ob das keinen Sinn hat. Ich denke mir, da muss man helfen. Aber Preis ist natürlich immer zu hoch. Das ist, ja. Und sie waren alle drei noch jung. Sie hatten, die drei haben ihr Leben vor sich gehabt. Wollten Nils und Martin ihre Kinder aufwachsen sehen. Robert hatte noch keine eigenen Kinder. Oder für uns war jetzt auch schon, er ist 25, vielleicht kommt bald ein Enkel. Schon komisch, wenn man daran denkt, dass man dem Kind mal sagen muss, dein Vater ist im Krieg gefallen. Ne? Wo hier ja alles so ruhig ist. Später einmal. Anfang Juli. Nach fast einem halben Jahr Einsatz sind die Seedorfer Fallschirmjäger zurück in der Heimat. Dann lässt du das reinhängen, genau. Den Kopf nach hinten und dann die Beine. Die Beine zwischen meine Beine, ja. Ne, und dann schön das Becken vordrücken. Patrick und Mario springen zum ersten Mal gemeinsam Fallschirm, als Tandem, aus 2400 Metern. Das ist auch für Fallschirmjäger was Besonderes. Ein letztes Highlight für Patrick, der jetzt in wenigen Tagen aus der Bundeswehr ausscheidet. Ein paar Momente pures Glück. Ohne die dunklen Gedanken an Afghanistan. Gedanken, die sie oft nur untereinander teilen, die sie Freunden und sogar Angehörigen erst gar nicht erzählen. Das sind einige Sachen, die man einfach für sich behält, beziehungsweise mit denen teilt, die auch dabei gewesen sind. Und das muss ich denen auch nicht anmuten, da über jedes kleine Detail zu reden. Das macht die Menschen ja dann auch nur verrückt, wenn man denen irgendwas erzählt und denen auch erzählt, in was für Ängsten man gesteckt hat oder was für Risiken man gehabt hat. Das muss man denen, glaube ich, nicht antun. Die Soldaten haben sich verändert, tief innen drin. Das, was vor über einem halben Jahr noch selbstverständlich war, nämlich in Afghanistan zu dienen, wird mit Zweifeln belegt. Patrick ist nervös. Sonst springt der Oberstabsgefreite nur Automatiksprünge. Dabei öffnet sich der Schirm sofort, ohne freien Fall. Von denjenigen, die von Anfang an immer schon einen Auslandseinsatz wollten. Vielleicht auch wegen der Abenteuerlust, ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall, wenn jetzt nochmal die Anfrage käme, würde ich nochmal gehen, wenn natürlich nicht mein Dienstzeitende vor der Tür stehen würde. Ob dann nochmal nach Kundus, ja, das müsste ich dann nochmal überdenken. Nach nur wenigen Minuten wieder glücklich am Boden. Besser geht's nicht. Atemraum, einfach nur herrlich. Freier Fall, wie ein Vogel. Ein bisschen schnell, aber ansonsten sehr schön. In Kundus war Patrick so etwas wie der Schutzengel für Mario. Eine Art Bodyguard, ein zusätzliches Paar Augen für den Vorgesetzten.
Ja, mein Buddy hat mich 2-3 Mal aus der Feuerlinie gezogen. Sicherlich verdanke ich ihm auch mein Leben, ja, aber das nimmt man während des Gefechts nicht so wahr. Jetzt hat Mario seinem Buddy Patrick etwas zurückgegeben. So, jetzt sind wir auch zusammen gesprungen, jetzt haben wir zusammen gekämpft, jetzt sind wir auch zusammen gesprungen. Geht nicht. In Deutschland entsteht eine neue Gruppe in der Gesellschaft: Afghanistan-Veteranen. Vollgestopft mit Bildern aus einem Krieg, der ihnen nie richtig erklärt wurde, mit Erlebnissen, die bleiben werden, mit menschlichen Grenzerfahrungen. Der Krieg bleibt für immer eingebrannt. Es wäre ja völlig zynisch und vermessen, wenn man glauben würde, dass es einem Menschen in die Wiege gelegt ist, damit mit Tod und Verwundung umzugehen. Das ist für jeden Mensch eine gewaltige emotionale Herausforderung, die einen dort trifft. Und wo man auch nicht mal mit einer Blaupause oder mit einem Handstreich sagen kann, so oder so hast du dich dazu verhalten. Erstaunlicherweise ist es so, dass sich Kameraden an uns wenden in totaler Not, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, mit wem sie überhaupt noch sprechen können. Denn niemand erträgt diese Bilder, die sie im Kopf haben. Und dann ist es so, dass wir als Verband den Rückhalt bieten können, den sie schon lange nirgendwo mehr finden. Denn es entsteht wirklich eine familienähnliche Situation. Sich unterhalten können mit Menschen, die wissen, wie es ist, nachts schreiend aus dem Albtraum zu erwachen, oder die wissen, wie es ist, hungernde Kinder vor Augen zu haben. Und das ist manchmal mehr wert, als mit irgendeinem Psychologen zu sprechen, der überhaupt nicht weiß, wovon man spricht. Das Problem gewissermaßen der Soldaten ist, dass die deutsche Gesellschaft eigentlich nach wie vor erstens mehrheitlich nicht für den Einsatz ist und zweitens sehr mehrheitlich dessen Realität auch verdrängt. Nun fällt das auch sehr leicht, weil er ja mit unserem Leben hier wenig bis nichts zu tun hat. Daniel steckt wieder in einer Uniform. Er erfüllt sich seinen Kindheitstraum und wird Berufsfeuerwehrmann in Dresden. Er fühlt sich wohl in der Gemeinschaft der Wehrmänner. Kein Wunder, 7 der 8 Gruppenmitglieder sind ehemalige Soldaten. Daniel schätzt diese Parallelen zwischen seiner alten und seiner neuen Welt. Ich denke, der ganze Zusammenhalt, die Kameradschaft, ist bei der Feuerwehr ähnlich wie bei der Bundeswehr. Weil man muss sich auf den rechten und linken Nachbarn genauso verlassen, wie wenn man im Einsatz ist oder generell auch in Deutschland im Tagesdienst. Und so ist es bei der Feuerwehr genauso. Ganz normal trainiert. Je weiter der Karfreitag weg ist, umso verschlossener wirkt Daniel. Er will vergessen. Und nur wenn nötig, die schweren Gedanken mit Gleichgesinnten teilen. Dann ruft er seine ehemaligen Kameraden an. Die, die mit ihm den Horror von Kundus überlebt haben. Es ist irgendwo im Kopf drin. Es kommt ab und zu hoch, wo man denkt, wenn man einen schlechten Tag hat. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich keine Belastung, die mich so in meinem normalen Leben beeinträchtigt. Aber wie gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag und dann kommen halt auch solche Erinnerungen wieder hoch. Dennoch sagt Daniel, er würde wieder zum Bund gehen und auch nach Afghanistan. Das ist wohl seine Art, mit dem Erlebten umzugehen. Stefan bewältigt seine Erlebnisse anders. Immer wenn ihm wieder mal was einfällt aus dem Afghanistan-Einsatz, erzählt er davon. Auch wenn er sich nicht ganz sicher ist, ob die Arbeitskollegen und Freunde ihn wirklich verstehen, ob sie, die nicht dabei waren, sich überhaupt vorstellen können, was er in grausamer Realität erlebt hat. Ich sage, sicherlich hat irgendwie jeder schon mal irgendwie ein Familienmitglied oder irgendwie einen Bekannten verloren oder so. Aber das ist halt ganz anders gewesen. Wie gesagt, man kann sterben im Alter. Man kann sterben, sagt man, mit Fecht. Und ja, wie gesagt, das sind 2 verschiedene Schuhe. Er ist der Einzige, der einen klaren Schlussstrich unter seinen Einsatz zieht. Für ihn heißt das als Konsequenz nie wieder Krieg. Könntest du dir jetzt noch mal vorstellen, dass du noch mal nach Afghanistan gehst, noch mal zur Bundeswehr? Nach Afghanistan auf keinen Fall. Also, nee, keinen Fall zur Bundeswehr. Zurzeit erstmal nicht. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt für meinen alten, neuen Beruf wieder hier. Dafür habe ich mich entschlossen. Und dafür muss ich dann auch meinen Kopf freimachen für die Sachen, die hier auf mich warten. 8 Jahre Bundeswehr. Einsortiert in eine Kiste.
Das Auskleiden ist Patricks letzte Amtshandlung beim Bund. Ja, schon ein bisschen komisch, ne? Das ganze Zeug, was man ja, mit dem man ja gearbeitet hat, jetzt abgibt. Ja, so als ob man so einen Teil von sich selbst weggibt. Behalten darf er seine olivgrüne Tasche und die alten Schuhe. Die kann er mit nach Hause nehmen. Sein Weg ins Zivilleben führt ihn vorbei an den Bildern der drei toten Kameraden vom Karfreitag. Diese Erinnerung werde ihn für immer prägen, sagt er. Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkehren, werden feststellen, dass sich in ihrem Leben alles ändern wird, denn nichts ist mehr so, wie es vorher war. Sie können einen Soldaten aus dem Krieg nehmen, aber sie können den Krieg nie wieder aus dem Soldaten nehmen. Der Tod der Soldaten wäre dann sinnlos, wenn wir zynischerweise den Afghanistan-Einsatz eben mal als eine Spielwiese unserer Außenpolitik sehen würden und wenn wir nicht deutlich machen würden, welche Gefährdung von diesem Land auch für uns und für unsere gesamten Familien hier in Deutschland ausginge. In Berlin steht die Erinnerung in Stein und Stahl. Jeden Morgen um 9 Uhr öffnet das Ehrenmal der Bundeswehr für die Bevölkerung. Auch Mario, Patrick und Daniel treffen sich hier, um ihre gefallenen Kameraden zu gedenken. Das Ehrenmal, für sie auch ein Mahnmal. Es ist ja letzten Endes des deutschen Volkes Wille, den wir da unten ausführen, den Auftrag. Und deswegen wäre es sehr, sehr wünschenswert, dass unser Volk mehr dahinter steht. Und so bleibt eine Forderung nach mehr Anerkennung für das, was Sie, die Soldaten, im Auftrag der Politik in Afghanistan leisten müssen. Nur wenn den Bürgern klar sei, wofür sie gekämpft haben, nur dann seien ihre Kameraden nicht umsonst gefallen.